Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir starten. Nee, nicht überschreiben. Wir starten einfach das nächste Kapitel von Calling. So, ich war mich gerade ein bisschen durcheinander. Gucken wir einfach mal, was das ist. Oh, das Zeichen kennen wir noch nicht. Das heißt, es ist ein neues. Doch, die Wehklagen. Oh, toll, wir sind wieder Rin Kagura. Okay, das war das längste Kapitel mit unter allem, weil wir wirklich alle Bücher von Kyoko sammelten. Nee, Hibino? Wie hieß die nochmal? Ja, auf jeden Fall von der Krankenschwester sammeln durften. Ja, wir überspringen alle Sequenzen, die kennen wir ja bereits. Ich versuche das ganz schnell in diesem Part zu beenden. Darin ist nichts, aber wir haben... Moment, ich muss mal kurz die Akte suchen. ...99711628... ...116286... Ich muss nochmal eben mein Dings zusammensuchen, meine Liste. 286 habe ich nirgendwo stehen. Ich habe kein 286. Das gibt's sogar nicht. Habe ich das hier stehen? 281, aber 286 habe ich nicht. Doch, da 997116. So. Die Nummer rufen wir mal an. Das war nämlich bestimmt das Krankenhaus. 997116286. Zack. Und dann kommen wir auch direkt jetzt ins Krankenhaus. Hoffe ich zumindest. So, mein analoges Telefonbuch wieder weglegen. So, wie war das? Wir kommen da hin, müssen Tagebücher sammeln, Licht fällt aus, Radiowecker. Ja, eigentlich das ganze Pipapo drumherum. Wenn man es zum ersten Mal spielt, ist es alles schön und gut, weil es ja noch spannend ist. Aber beim zweiten Mal... Also Calling ist auch nicht für mich ein Spiel, was ich zweimal spielen würde, weil A, der Angstfaktor weggeht. Es sei denn, ich habe das jetzt schon 3 Jahre lang nicht mehr gespielt oder so und völlig raus bin. So, hier war, glaube ich, irgendwo das Telefon. Bevor es klingelt, habe ich das schon erhalten. Super. Ja, das ist schade, dass wir die Sachen hier nicht wegdrücken können. Warte, wo ist die Krankenschwester? Die müsste jetzt hinter uns sein. Genau, und sie zeigt uns auch direkt den Weg. Die Krankenschwester. Ja, die Krankenschwester. So. Ach ja, das Licht ist ausgefallen. Da war ja was... Gut, wir folgen brav der Krankenschwester. Nach dahin? Wo sind wir denn gerade? Wir sind in der zweiten Etage? Okay, wie kommen wir denn hier hin? Ich dachte, wir wären im Erdgeschoss. Nee, stimmt, wir starten gar nicht beim Direktor. Okay, okay, okay. Kyokos Tagebuch 1 müsste das sein. Tada, brauchen wir nicht lesen, haben wir schon. Das ist Reiko und Kyoko. Eine Sequenz? Ich weiß nicht, wo ist man hier? Brauche ich auch nicht. Alle Sequenzen wegdrücken, auch nicht. Überspringen. Warum könnte man nicht das ganze Kapitel überspringen? Das wäre doch mal schön. Ich würde sogar einen Cheat anwenden jetzt an dieser Stelle, nur um das Kapitel zu überspringen. Aber naja, ich war noch nie Freund von Cheats. Und... So, ich glaube, die Schränke kann ich aufmachen. Nein, kann ich nicht. Pech gehabt. So, und der Clown kommt uns jetzt entgegen. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Moment, war hier noch irgendwo ein... Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Tagebücher waren. Ich habe mir die anderen Videos nicht angeguckt. Ein Clown auf ein Fahrrad. Willst du uns irgendwas sagen? Ja, natürlich hat er sich bewegt. Jetzt ist es aus. Ich glaube, dieser Clown soll uns nur sagen, dass wir Batterien suchen sollen. So. Irgendwas, was wir hier finden können? Nee, aber... Wir haben eine Speicherkatze und wir speichern dann mal eben kurz ab.
So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Das ist hier die Frage. Hier, in 301 können wir reingehen, das weiß ich. Ach, können wir vergessen. Ich kann ja alles sehen, aber ich kann nichts aufheben ohne Licht. Ich glaube, das fanden wir im Erdgeschoss oder so. Ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher. Reiko. Reiko, ich will dir helfen. Ich will dir nichts Böses. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Oh. Die Anzeige wird roter, als ich dachte. Einmal umdrehen, danke. Oh. Verdammt, ich bin hier mitten in die Arme gelaufen. Das gibt es doch nicht. Ich will nichts Böses. Ich will nichts Fieses. Oh, komm. Wieso? Erklär mir mal, warum ich die Tür jetzt nicht aufkriege. Oh, das ist doch fies. Letztes Mal konnte ich mich hier mit dem Clown verstecken. Das weiß ich ganz genau. Dann gehen wir raus hier. Habe ich auch keine Lust zu. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Boah. Sag mal, was habe ich dir getan? Jetzt kann ich das Ding aufmachen, oder wie? Ich krieg sowas von die Krise. Komm, beruhig dich. So, besser wird die Anzeige eh nicht. Weil wir ja noch keine Lampe haben. Gut, jetzt können wir auch wieder runtergehen. Tada! Einmal runter in die nächste Etage. So, hier war irgendwo ein Radiowecker, das weiß ich. Oder eine Uhr. Hier? Ja. Ein alter Kassettenrekorder, das war's, egal. Batterien. Einmal hier hinten. Hallo? Hier ist noch eine Batterie. Ach, da oben. Nimm die Batterien an dich. Setz hier in die Taschenlampe ein. So, du wolltest ihr helfen, das ist ja alles schön und gut. Im Moment lag da was? Nee, ich meine aber, da, es gibt irgendwo, dass diese Tagebücher auf dem Tresen lagen. Kann natürlich auch in der zweiten Etage gewesen sein. Egal, wir gehen erstmal nach oben. Und, ja. So, mal eben gucken, in jedem Raum, erstmal hier rechts. So, hier war die Cafeteria. Hier war aber sicherlich auch ein Buch. Da. Danke, dass du mich darauf hinweist. Ich weiß, brauche ich nicht wissen. Danke. Gehst du wohl jetzt auf? So, guck ich mal, welcher Raum als nächstes dran ist. Das ist hier die Computer Lounge. Dann gehen wir auch direkt hin. Aufmachen, hier war auch sicher ein Buch. Oder irre ich mich? Könnte natürlich sein, dass hier als einziges kein Buch war. Scheint so. Hört dann.
So. Dann konnten wir hier. Da ist sie auch schon. Ach komm. Steuerung. So, das nächste Buch haben wir erhalten. So, ist hier noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Gut. Dann hier noch einmal gucken. Aber ich glaube, hier ist nichts. Nö. Gut, gehen wir in den ersten Stock. Ich meine nämlich. Okay, beim letzten Mal habe ich die Katze nicht beachtet. Und dieses Mal sollte ich das wohl auch nicht tun. Und tschüss. Vielleicht will die Katze uns ins Verderben jagen. Die hat uns früher schon immer zum ultimativen Ausgang gezeigt, den Weg. So. Nächste Zimmer ist hier direkt um die Ecke. Da. Nee, das mit den Stimmen machen wir erst nachher. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch so gemacht. Weil die leiten, glaube ich, eine Sequenz ein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja erst nochmal die Bücher einsammeln. So, hier war irgendwo auch noch eins. Genau, da unten. Danke. Das ist schön, wenn man weiß, wo die alle sind. So, dann gibt es hier noch ein Krankenhauszimmer. Mein Gott, als Makoto hatte die Krankenschwester mich hier echt. Nein, Tür zu. Dann war das dieser Raum. Direkt gegenüber, genau. So, hier auf dem. Nein. Da bist du, danke. So, zack. So, und was jetzt? In der Krankenstation, war da noch was? Kann natürlich sein. Ah ne, die Stimmen. Oh, diese Sirene kommt also doch. Ich dachte, ich hätte die mit Makoto zum ersten Mal gehört. Egal. So, hier ist direkt. Ach, geht mal hier das Licht aus. Das ist doch nicht wahr. Ach so, das ist der Hintergrund. Ich dachte gerade schon. Was ist das denn für eine Aufzeichnung? So ein komischer Hamster. Aber ich denke, wir schaffen das von der Zeit wohl leider nicht. Also ich gebe mir Mühe und renne hier durch, aber. Okay, ich könnte das auch alles. Ja, bla 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 bla. So, Stimme aufgenommen. Jetzt Stimme im zweiten Geschoss. Die Cafeteria, da war ja auch noch was. Und ich meine, ich müsste mich mit dem Telefon nach unten bewegen. Teleportieren meine ich. Weil da sind ja diese ganzen Stühle und Sessel und keine Ahnung, was das alles ist. Sorry, die Cafeteria hier. Sind ja alle auf dem Boden. Also die blockieren mir den Weg sozusagen. Moment, wo war die? Da. So, nimm die Stimme hier auch nochmal auf, bitte.
So, das Gespräch ist beendet und ist ein bisschen blöde, wie ich schon sagte, dass ich die nicht wegdrücken kann. So, was nun? Telefon, genau, das war es richtig. Ich wollte eigentlich speichern, aber Telefon ist auch immer gut. Obwohl, vielleicht sollten wir doch eben einmal kurz speichern. Ich meine nämlich, dass wir gleich nochmal angegriffen werden. Okay, nichts war so schockierend wie die Friseurin oder Reiko mit Makoto bis jetzt. Also mit drin hatte ich keinerlei solcher Schwierigkeiten. Obwohl Reiko gerade auch nicht gerade so angenehm war. Was? Wo ist sie krank? So, sie hat mir was hinterlassen. Das müsste eine Nummer sein, die ich jetzt wähle. 997-447-619. 997-447-619. Ich hoffe, das war die jetzt. Ich vertue mich nicht. Hier habe ich sie nicht draufstehen. 619, ja. Habe ich alles richtig gewählt. Gut. Dann müssen wir uns jetzt irgendwo hin teleportieren. Frage ist natürlich nur, wohin? Ah, lila. Lila bedeutet wieder, wir werden angegriffen. So, wir sind wieder hier. Hier ist nichts, nichts, nichts. Ah, wir werden hier vom Direktor doch jetzt angegriffen, wenn wir das Handy nehmen wollen. Ah, geh weg, 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 geh weg. So, Handy bitte einmal nehmen. Danke. So. Speicherkatze, du bist immer gut. So. Herr Direktor, ich wollte nur... Wieso das denn nicht? Ich wollte da reingehen. Ja, ist es. Aber ich wollte... Ich dachte, da wäre noch ein Buch drin. Schade. Tür lässt sich nicht öffnen. Ich kann nirgendwo... Okay, einfach mal aufzeichnen. Eine Sequenz. Schön, etwas zum Wegdrücken. Müsste uns nicht jetzt irgendwas angreifen? Ich meine, ich bin damals geflüchtet. Nee, wer ist das? クロミア病院だな。どうして白井さんが病院へ転移しようと思ったんだが、まあそれはいい。それより、よく聞くんだ。教会にはいろんな場所が点在するが、これらが発生したことの発端は、そのクロミア病院にあるはずだ。それってどういうこと？平たく言えば、黒のページを使って我々を教会に引きずり込んだ犯人がいる。 So, das war die Attacke mit Makoto.
Wo werden wir attackiert? Hallo? Oh, ich wusste doch, die attackiert mich. Auf jeden Fall haben wir jetzt dieses Gespräch wieder mit Makoto, was wir noch nicht erlebt haben. Deswegen muss es ja irgendetwas geben. Voll die unsichtbare Wand hier oder was? Oh, das ist fies. Schön im Zickzack, da kommt sie schon wieder. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab dir nichts getan. Lass mich bitte in Ruhe. Boah, die Hände von unten, das ist doch fies. Das sind bestimmt alle, die im dämonischen Abgrund gefangen sind. Boah, jetzt kommt sie auch noch an. Wegrennen, wegrennen. Wir gehen wieder zum Büro des Direktors, obwohl... Okay, die Musik ist vorbei. Aber dennoch will ich einmal zum Büro des Direktors gehen. Was? Ah, hier ist noch was. Okay. Kann ich hier irgendwo was aufnehmen? Oh, ich dachte, ich hätte... Okay. Dann ist hier bestimmt wieder was. Ja, da... So. Dann hier wieder raus. Wir können hier irgendwo Stimmen aufnehmen. Das höre ich gerade. Ich frage mich nur gerade, wo. Hier kann man Stimmen aufnehmen. Sollen wir das machen? Ne, Moment. Ich will erst nochmal einen Behandlungsraum. Weil ich weiß, dass da auch nochmal ein Buch war. Das lag nämlich da drauf. Was? Und dann liegt das hier. Okay. Jetzt wird so langsam einiges klar. So, die Stimmen nehmen wir auch nochmal eben auf. Wo waren das? Ich dachte, das... Ah, wir stehen drauf. Einmal aufzeichnen, bitte. Ich gucke gerade mal wegen der Zeit. Oh ja, wir sind schon sehr weit vorangeschritten. Mit der Zeit... Nein. Och man, tut mir ja so leid für sie immer noch. Da sitzt sie jetzt nun. Aber hier müsste sie irgendwo... Die Krankenschwester wäre hier. Habe ich mich geirrt? Doch, da ist sie. Ja, da können wir leider nicht viel machen. Aber sie hinterlässt uns einen Schlüssel. Und das ist der Schlüssel. Ja, genau.
Und jetzt müssen wir wieder die Nummer wählen. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ich muss mich einmal in die Akte gucken. Das war die von Kio. Kio, 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 Kios Brief, da. Die hat uns 997116286. Ich wollte bestimmt nicht wählen. 116286 und wählen. So, damit kommen wir nämlich wieder. 1162, ja genau. Damit kommen wir wieder nach oben. Au. Jetzt habe ich mich voll vors Headset gehauen. Ich hoffe, das hört man nicht so sehr im Audio. So, wo kommen wir denn jetzt raus? Ach so, hier haben wir uns wegteleportiert. Zack, aufheben. Nee, Moment. Ja doch, ich muss in die erste Etage und da den Schlüssel benutzen. War schon richtig so. Auf in die erste Etage. Ich weiß, ich müsste eigentlich schon längst mit dem Part beenden, aber es fehlt eigentlich nicht mehr viel. Glaube ich zumindest. Und deswegen will ich das jetzt einfach nur noch beenden hier. Damit wir im nächsten Kapitel dann... Okay, das kann ich nicht wegdrücken. Damit wir im nächsten Kapitel das einfach nur noch... den neuen haben. So, so aufmachen sagt die immer, wenn die verschlossen war. Jetzt verstehe ich das so. Und so, den Chatraum. So, jetzt müssen wir uns den auch nochmal angucken. Wir blättern nach unten. Und dann kriegen wir auch neue Erkenntnisse. Bla, bli, bli, blu, blub. Zack. So, jetzt kommen wieder eine Sequenz. So, und jetzt sind wir hier eigentlich fertig. Jetzt müssen wir in die Computer Lounge, wenn ich mich recht entsinnere. Oder wir folgen einfach ihr. Beeil dich mal bitte. Zum Glück ist sie nicht ein Geist, die mich angreift. Das mochte ich irgendwie gar nicht. Genau, wir müssen nach oben. Ich guck mal eben gerade, bei wie welcher Zeit wir hier schon sind. Moment. Oh, das kommt, wenn man beide Fernbedienungen in einer Hand hält. Ich wollte dabei nur eben kurz... Puh, wir sind schon ziemlich weit, fast bei 30 Minuten. Aber gut, so... Ich dachte, wir müssen hier rein. Ach nee, das war die Cafeteria. Hier ist die Computer Lounge, klar. Hä? Ich kann mich an keine Sequenz erinnern. Ah, doch. Den können wir überspringen. So, jetzt dürfte aber eigentlich nicht mehr viel kommen. Was? Ach ja, sie schaut in dem Moment jetzt auf das... Zack. So, sie schaut jetzt auf den Laptop in der Sequenz. Jetzt bekommt sie langsam die Erkenntnisse. Dann dürfte die Krankenschwester nochmal auftauchen. Neben ihr, wenn das nicht in der Sequenz schon geschehen ist. Ich glaube es nicht. Ich dachte, es wäre ein Traum, aber es war meine Erinnerung. Koroneko, ist das Koroneko? Moment, wieso kann ich die Sequenz jetzt nicht zurückdrücken? Nee, Moment mal, an dieser Stelle war die Wehklage nicht abgeschlossen. Was ist denn jetzt passiert? Wir haben das Kapitel zu früh beendet. Okay, Leute, wir haben das Kapitel beendet, aber doch an einer völlig falschen Stelle, oder irre ich mich jetzt? Okay, ich bin auf jeden Fall schockiert gerade über das plötzliche Ende, weil eigentlich dachte ich noch, wir müssten jetzt in zum Krankenhaus
Nee, zum Krankenhausdirektor? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Doch, wir müssten doch klar. Ins Erdgeschoss mussten wir nochmal. Und da hätten wir dann mit ihr gesprochen und dann wären wir hochgegangen und dann wäre es ganz normal gewesen. Naja, ich bin auf jeden Fall neugierig und ich denke mal einfach, dass wir jetzt mit Makoto nochmal in den Keller kommen, beziehungsweise in das neue Haus. Wohnung. Vielleicht wieder in. Nee, das müsste eigentlich ein ganz neuer Ort sein. Egal, wir werden sehen. Wir müssen auf jeden Fall dahin kommen, wo wir die Mutter antreffen müssen von Reiko. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke mal, ihr auch. Und ich habe es geschafft, diese Weglage in einem Part jetzt durchzukriegen. Da bin ich jetzt ganz froh drum. Und auch wenn er länger geworden ist, ist egal. Wir haben es soweit geschafft. Ich freue mich auf den nächsten Part. Ihr auch. Also schaltet ein. Bis dann.